Neue Saison, neuer Anlauf für die VSG Altlinicke. Die vergangene Saison im März durch das Coronavirus abgebrochen. Altlinicke zu dem Zeitpunkt Tabellenführer, doch die Quotientenregel brachte Lok Leipzig in die Drittliga-Relegation. Nach wie vor finde ich die Quotientenregel im Fußball unangebracht. Wohl wissend, dass es sehr schwer ist, eine sinnvolle Lösung zu finden, das weiß ich. Und deshalb ist es abgehakt, vorbei. Und wir starten jetzt neu und freuen uns auf die Saison. Leistungsträger wie Benjamin Förster, Kevin Kahlert oder Christian Preiß haben das Team von Carsten Heine verlassen. Dennoch kann der erfahrene Trainer auch diese Saison auf gestandene Spieler zurückgreifen. Alles das, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir im Wesentlichen umsetzen, den Kader zusammenzustellen. Wir haben also Erfahrung geholt, wie Sie richtigerweise sagen, mit dem Patrick Breitkreuz, mit dem Tolly Cigerzi, mit dem Linus Meyer vor allen Dingen. Aber auch nicht zu vergessen mit Philipp Zeiger, den wir also dort als Innenverteidiger unbedingt als erfahrenen Spieler benötigt haben. Wir haben auch junge Spieler dazugeholt, sodass wir eine sehr gute Mischung haben. Und er soll vorne weggehen, Patrick Breitkreuz. 163 Mal lief er bereits in der dritten Liga auf. Der gebürtige Berliner wurde zwar schon im Januar verpflichtet, machte aber nur 4 Spiele und ist durch die lange Pause ein gefühlter Neuzugang. Die Corona-Pause hat eigentlich ganz gut getan, mal ein bisschen Pause zu haben, ein bisschen länger, aber trotzdem individuell zu trainieren. Und dann kam auch der Bock wieder richtig auf Fußball. Auch infrastrukturell regt sich etwas. Bis zum Winter trägt die VSG die Heimspiele im Jahn-Sportpark aus, in der Rückrunde dann im Hertha Amateurstadion. Bereits im Spätsommer soll aber am Trainingsplatz an der Köpenicker Landstraße der Baustart für ein eigenes sportliches Zuhause beginnen. Hier wird auf jeden Fall ein Regionalliga-taugliches Stadion gebaut mit Tribüne, Flutlicht und überdachten Plätzen, VIP-Bereich, alles was dazu gehört. Und den Plan für die dritte Liga hat der Verein im Hinterkopf. Es soll so gebaut werden, dass es auch aufgestockt werden kann, was natürlich dann auch nochmal wieder wie immer eine finanzielle Frage ist. Aber es muss ja irgendwann in Berlin auch ein Drittligastadion entstehen. In der Regionalliga steht in 10 Tagen der erste Spieltag an. Für Altlinicke der Startschuss, wieder oben anzugreifen. Wir waren im letzten Jahr Erster. Wir sehen uns auch nach wie vor als Erster der vergangenen Saison. Und wollen einfach diesen guten Fußball, diesen erfolgreichen Fußball weiterspielen. Die Konkurrenz wird natürlich weitaus schwerer und mehr an der Anzahl sein. Es wäre natürlich ein Traum, hier die Nummer 3 in Berlin zu sein. Natürlich, ja, keine Frage. Also das ist schon das Ziel. Und fest steht, ist die VSG am Saisonende Tabellenführer? Dann steigen wir auf. Die VSG Altlinicke will auch in der kommenden Saison dem Tor Richtung Profifußball ein Stück näher kommen. Und aus der Vision Wirklichkeit machen.